Öffentlichkeit nur reden. Und wir begrüßen Sie ganz herzlich mit Ihrem Schlachtruf. NCV! 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 Es gegründet 1979 und ist somit 24 Jahre alt. Das heißt, ihr habt nächstes Jahr ein Jubiläum. Und was sagt uns das? Ihr solltet schon einmal den Sekt kaltstellen, denn wir würden auch gerne mal ein Visum beantragen, um nach Oberesnitz einreisen zu dürfen. 55 Mitglieder wurde uns gesagt, zählt der Verein. Sag mal, schließt das eigentlich den Walter Gello jetzt mit ein oder läuft er extra? Läuft extra, gut. Und das Prinzenpaar nimmt nicht teil. Und was entlockt uns das? Oh! Ach doch, ich sehe gerade ein Kinderprinzenpaar ist dabei. Da leider habe ich den Namen nicht, aber wir feiern es mit dem Schlachtruf. Auch euch wünschen wir noch einen guten Weg und wir sehen uns auf dem Marktplatz. Und wurde 1980 gegründet und ist somit 23 Jahre alt. Und Sie feiern dieses Jahr unter dem Motto der JCV in Märchenland. Und darauf ein kräftiges Jansdorf! 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 Und unsere Freunde. Und ist somit 18 Jahre alt und hat 45 Mitglieder und feiert dieses Jahr unter dem Motto endlich volljährig, 18 Jahre GSK. Und regiert wird dieses Jahr in Gersdorf von ihrer absoluten Lieblichkeit Prinzessin Katrin der Zweiten und seiner absoluten Tollität Leslie dem Ersten. Und das Motto der diesjährigen Saison zwischen Himmel und Erde liegt irgendwo Verde. Ein ganz geniales Motto. Ich finde, vielleicht könnt ihr was damit anfangen. Ein Vorschlag vielleicht für die nächste Saison. Was haltet ihr von? Zwischen Erde und Himmel gibt es ganz viel Gebimmel. Und das Prinzenpaar nimmt auch hier leider nicht teil. Und das entlockt uns ein. Oh. Und ich sehe gerade die CV. Das Jubiläum ist vollbracht, die TVS nun Urlaub machen. Stolperberg! Stolperberg!
Liebe Leute, schaut euch an. Da sind sie nur noch alle mit dir, bin ich. Otzendorf, du Kenner, meine Damen und Herren. Leider haben wir von euch keine Informationen erhalten. Wir begrüßen auch den Faschingsclub Wangenstein. Wünsche euch noch viel Spaß. Präsidentin Heike Werner. Und das Grenzenbar nimmt auch hier leider nicht teil. Und das entlockt uns sowas von einem Oh! Ihr Motto in diesem Jahr, das Raumschiff, was immer man sich darunter vorzustellen hat. Und Sie hören auf den Schlachtruf, lasst raus die Sau, Frankenstein! Lasst raus die Sau, Frankenstein! Lasst raus die Sau, Frankenstein! Und jetzt, liebe am Rand stehenden, unsere Veteranen, ganz liebe Gäste vom Skifasching Oberwiesental. Sagt mal Leute, habt ihr Schneeschuh mitgebracht? Wäre auch Blödsinn, liegt kein Schnee. Und wir begrüßen auch den Präsidenten des Skifaschings Oberwiesental, Michael Kaden. Oberwiesental, das ist der Ort, wo alljährlich der große Männerballett Grand Prix stattfindet. Und die Oelsnitzer, das Oelsnitzer Männerballett, hat dort schon fast jedes Jahr gewonnen. Fast voriges Jahr und fast voriges Jahr und fast vor 2 Jahren und auch fast vor 3 Jahren und fast vor 4 Jahren. Regiert wird die Truppe von Prinzessin Sonja von Postelonien und Prinz Johnny vom Mühlental. Und was sehe ich da? Der Oberwiesenthaler Skifasching hat noch kein Motto und das entlockt uns doch sowas von einem Oh! Und ihr Schlachtruf ist Skitam, 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 Down, Tam. Der erste Langendorfer Karneval in EV, meine Damen und Herren, präsentiert wird in Langendorf von Herrn Klaus Meyer. Wie war der Name? Klaus Meyer. Meyer? Meyer. So einen Namen habe ich ja noch nie gehört. 1964 gegründet, das heißt 39 Jahre alt und auch bei Ihnen gibt es im nächsten Jahr ein Jubiläum. Wir freuen uns darauf. Stellt schon immer den Sekt kalt. Und dieser bunte Haufen hört auf den Schlachtruf. Wo wir uns wiedersehen werden. Ja, und hier kommt das Himmelfahrtskommando Wilkau Haslau. Wer immer das ist, aber ihr seht lustig aus heute. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Tag. Auch wir begrüßen euch in der schönen Stadt Elsnitz anlässlich des Umzuges des dem Motto Schießen Römer viel Musik beim OKV. Wo wir leider keinen Schlachtruf wissen,
ausgerüstet, sodass die medizinische Abteilung sofort eingreifen kann. Wir müssen aber ganz ehrlich sein, wir haben dies schon vor 2 Stunden getan. Arbeit einfach, sondern OTV! Ja! OTV! Ja! Entsetzt!
Und wir begrüßen auch noch einen Rest OCV. Das ist wahrscheinlich der älteste Treibfahrer des OCV. Hans, auch wir sehen uns auf dem Markt. Und hier, meine Damen und Herren, eine ganze Reihe schnittiger Cabrios vollgefüllt mit ehemaligen Prinzenpaaren des Elfritzer Karnevalvereins. Ja, und hier hinten dran kommt jetzt noch ein bisschen Fußvolk gelatscht. Hat noch keinen Platz mehr gefunden auf dem Wagen, wa? Und ganz am Ende, liebe Untenstehenden, unsere ehemaligen, laufen können sie wahrscheinlich nicht mehr alle. Oh, yeah.
Schiedsrichter, 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 Schiedsrichter,